So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar ein kleines Case-Opening. Wir haben uns dazu entschieden, zusammen eins zu machen, weil gestern Abend seine Freundin Jasmin ein Jagdmesser Ruby gezogen hat. Wir haben es leider natürlich nicht auf Video. Sie streamt auch, checkt auf jeden Fall den Livestream ab, chess-live auf Twitch. Und wir waren gestern Abend, war relativ spät, noch am PC, gerade noch so ein bisschen geredet nach dem Stream. Und dann kommt seine Freundin rein, ja, ich habe Knife gezogen. Und wir beide so, was? Und dann, ein Jagdmesser, Doppler. Und ich habe es halt nur im TS gehört, also ich war ja nicht hier. Und dann sagt sie, so ein rotes. Und ich denke mir schon, okay, so ein rotes. Safe call Ruby. Ich habe ohne Witz gesagt, safe call Ruby. Und Jörg ist dann natürlich aufgestanden, zur Jasmin mit rüber. Und ich direkt in ihr Inventar gegangen, das Ding in-game angeschaut, das inspected. Und man sieht ja schon dann im Steam, dass es ein Ruby ist, weil es ja das einen roten Farbton hat. Und ich gucke in-game und denke so, nein, scheiße, ein Ruby. Factory New, richtig geile Float. Also um komplett Steam-Markt, Skin-Baron und Bitskins ist kein Huntsman Ruby mit einer besseren Float. Richtig, richtig heftig. Das war 0,007. Ja, richtig krank. Also es gab eins, war ähnlich, aber auch schlechter. Aber ähnlich. Aber alle anderen waren um einiges schlechter von der Float. Und dann haben wir gedacht, komm, wir knüppeln auch ein paar Kisten auf. Wir haben jetzt 5 Prisma-Keys-Kisten. Und dann haben wir noch ein paar Klatschkisten, haben uns überlegt, komm, lass uns mal vielleicht ein paar coole Handschuhe rausziehen. Und zum guten Schluss 2 E-Sport-Kisten 2013. Die sind auch mittlerweile, glaube ich, 18 oder 19 Euro. Pro Stück haben wir uns gedacht, gönnen wir uns mal rein. Vielleicht haben wir ja mal ein bisschen Glück. Und dann sagen wir mal, let's go und starten direkt rein mit der ersten Prisma-Kiste. Schön hinstellen. Ja. Jo, gut. Interessant, auf jeden Fall safe. Nur die rote M4 oder Knife oder die AWP in Star Trek. Alles andere ist, glaube ich, die AUG Impuls ist, glaube ich, noch in Star Trek FN viel wert. Okay. Weil die halt wahrscheinlich selten ist. Ja, mach go, hier reinknüppeln. Naja, Pink geht schon wieder vorbei. Es ist aber ohne zu letzter Zeit, wenn ich immer Kisten geöffnet habe, das fliegt alles vorbei. Rot, Pink, alles vor dir, hinter dir, wo es anhält, ist alles Pink und was weiß ich, Rot geht vorbei. Und aber ziehst nur noch Scheiße. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt was Rotes Gutes kriegen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wir schauen auf jeden Fall mal. Mac-10 Fällchen. Ja, da die Bluescreens sind halt mega hässlich. Ja, die sind hässlich, nichts wert und keine Ahnung. Also sind ja auch echt nicht spielbar, außer die AK natürlich, aber keine Ahnung. Ich habe halt ultra den fetten AK-Skin, von dem her ist es eigentlich... Welchen hast du? Wenn der Star Trek ist, oh nice. Ist halt voll abgeranzt wahrscheinlich, oder? Aber die sieht immer so aus, gell? Ich weiß gar nicht. Die ist halt, ja, aber ist jetzt auch nicht so der Hit Kampfspuren, okay? Die wird halt wahrscheinlich 1,50 Euro sein oder so. So wenig? Ja, okay, was? Geht, klickt es weg. 3? Klickt es weg. Nein, was machst du denn? Klickt das Fenster einfach weg. Ach so. Dann siehst du doch immer den Preis unten. 3,99 Euro, okay, hätte ich nicht gedacht. So, dann machen wir mal weiter auf, aber es ist halt natürlich auch gerade mal eine Kiste wieder rein. So, die M4 in Star Trek habe ich auch noch nie gezogen, aber ich habe die ist schon einmal oder zweimal vorbeigegangen. Oh! Ja! Ah! In Star Trek! Oh, die sieht gut aus. Ich call's rein. Minimal Wear, was ist die wert? Ich call's rein. Meine Fresse. €228! Alter, ich komm's rein, Mann. Direkt zum Anfang. Ich sag noch, diese scheiß M4A4 in Star Trek. Holy shit, Alter. Okay, jetzt können wir darüber reden. Jetzt können wir anfangen. Und das bei den ersten 4 Kisten. Ich nehme alles zurück. Egal, was jetzt kommt. Wir sind schon mal mehr als safe. Okay, geile Scheiße, Mann. Das war mal wieder Zeit auf jeden Fall. Das war nur, weil ich die Kiste richtig hingedreht habe. Ja, Mann. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, schaut doch Livestream vorbei, chess-live, Link ist in der Videobeschreibung und natürlich bei uns Hangemauer live auf Twitch. Wir zocken regelmäßig CS und andere Sachen und
Jo, nice Scheiße auf jeden Fall. Das ist wahrlich ein schlechter Start. Und der ist auch noch ein richtig geiler Skin. Öffne den nochmal. Also den kannst du halt auch geil spielen. Es sieht mega fett aus. Ohne Witz, der ist schon so Level, also echt High-Tier-Skin M4. Wenn er nicht zu krass ist, weiß ich nicht, muss man spielen, aber egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Klatschkisten, weil da echt extrem geile Skins drin sind. Und eben, gut, ich, keine Ahnung, ich habe noch nie Handschuhe gezogen. Ich würde mich auch mit Sicherheit nicht beschweren. Die AWP ist auf jeden Fall geil. Die USPS ist geil. Die M4 ist tatsächlich auch ziemlich nice. Die MP7 ist nice. Für, also ja, ist halt ein Redskin, der halt wahrscheinlich so viel wert ist. Die Hirnrinde? Ja, die Hirnrinde. Ja, den finde ich nicht schlecht. Mondo ja, der ist auch cool auf jeden Fall. Den finde ich auch nicht schlecht. Das sind eigentlich alle. Die Swag 7 ist geil, auch wenn ich sie nicht spiele, aber der Skin ist einfach geil. Der ist legendär. Jeder, der weiß, dass man früher auf die Mac 7 die Swag-Aufkleber draufgeklebt hat, findet mit Sicherheit den Skin legendär. Die UMP ist auch nice. Auch. Also, let's go, auf geht's. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Handschuhe. Also mit paar meine ich nicht ein paar, sondern wir brauchen ein paar Handschuhe. Gut, das ist mit, oh Gott, Rustcoat oder was ist das? Oxid Brand, okay, gibt es ja auch die Diegel davon. Ja. Aber gegen Shotguns habe ich Allergie. Auf jeden Fall kann ich nicht spielen. Mich zu behindert dafür. Ah, wird schon ab und zu mal ran. Oh Gott. Die scheiß AWP wäre geil gewesen. Die sieht auch echt fett aus. Ja, das sind aber auch Skins. Ohne Witz. Wenn man die Waffe spielen könnte. Oh Gott. Ja, das sind aber auch Skins von der Klatschkiste. Ich, ganz ehrlich, die siehst du nicht oft. Finde ich. Also, keine Ahnung. Aber die wahrscheinlich auch keiner spielt draus. Die AWP siehst du ab und zu mal. Die ist auch schon echt geil. Aber gerade so die MP7 oder so. Keine Ahnung. Sieht man auf jeden Fall nicht oft. Also, es muss auf jeden Fall jetzt nochmal klingeln. Wir werden jetzt gierig. Wir geben uns mit der M4 nicht zufrieden. Ist halt so ein schäbiger Skin einfach nur. Mal davon abgesehen, dass die P2000 grundsätzlich einfach eine, also für mich, unspielbare Waffe ist. Genauso wie die USPS. Was halt so eine Startwaffe schon eng auf CT-Seite. So. Atmosstreifen. Naja, jetzt kommt die blaue Scheiße, glaub, komplett durch. Sieht eigentlich auch nice aus, so das Glitzern oben, aber ich kann halt auch 5.7 Ultra nicht spielen. Aber die ist doch guter Zustand, ist aber schon fett. Nee, ich glaube, die ist nicht so gut. Guck mal. Ich glaube nicht, dass die so gut ist. Oh, Minimal Wear oder was? Ja. Und dann bin ich natürlich noch mega gespannt auf die zwei E-Sport-Kisten. Holy shit, Alter. Wenn es da klingelt, dann klingelt es auch richtig. Da ist, glaube ich, sogar besser, kein Knife zu ziehen. Ja, wobei, nein, es ist nie besser, ein Knife zu ziehen, aber... Außer du öffnest jetzt eine Bravo Case. Ja, ist halt Gülle. Die sieht halt auch nicht mal cool aus. Der ist natürlich ein entspannteres Case-Opening, wenn du direkt am Anfang safe rausgehst, halt mit dieser M4. Das war halt krank. Das war halt richtig heftig mal wieder. Ja, Mann. Oh, die sieht abgeranzt aus. Oder was? Hä? Die sah doch jetzt ultra abgeranzt. Ja, die sieht jetzt wieder gleich aus. Keine Ahnung. Ja, mach weiter. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Oder also sieht total gut, weil sie abgeranzt aussieht. Ja, wahrscheinlich. Ja, Einsatzpunkt. Auf die E-Sports-Case. Oh. Ich habe dem letzten, ohne Witz, Safe-Call, ich habe eine Bravo-Case geöffnet und es geht der Feuerschwengel vorbei. Die Fire-Serpent. Geht vorbei, langsam. Ey, ich bin schier ausgerastet, Mann. Und was ist das? Kommt eine von dieser nach der anderen. Hast du nicht vorher andersrum gedreht? Ja, mal so, mal so. Ist das die Taktik? Du brauchst nur nicht so lassen. Ja. Revolver ist halt auch so eine Waffe, die gefühlt niemand mehr spielt. Die hätten sie auch einfach draußen lassen können. Am Anfang war sie total OP und dann haben sie sie einfach so tot gepatcht, dass sie niemand mehr spielt. Vielleicht sollte ich sie spielen, vielleicht kann ich die besser spielen als die scheiß Diegel. Mit der Diegel treffe ich halt ja, nichts. Mit der Revolver ist halt dieses Nachladeding. Aber vielleicht ist das ja mein Ding. Ja, unsere Lieblingswaffe mal wieder. Weil da können wir eine ganze Sammlung aufmachen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so als letztes Fettes gezogen habt. Oder ob ihr regelmäßig Kisten aufmacht. Oder ob ihr generell sagt, nee, mir ist das Geld dafür zu schade. Was nutzt es halt am vernünftigsten? Oh, die scheiß Awe, Mann. Die wäre halt noch fett, Mann. Komm, das kann es jetzt nicht gewesen sein.
kannst dich in der fünften Case eine M4 Star Trek ziehen und dann nichts mehr bekommen. Du Platz brauchst. Die wäre halt auch geil, weil ich sogar MP7 echt noch relativ oft spiele. Ja, ja, also wenn ich mir, wenn es für die P90 nicht mehr reicht, Safe-Frage MP7 dann. Die ist halt einfach eine solide Waffe. Und die Bloodsport gell, gefällt mir generell extrem gut. Auch die M4 zum, die AK ist Bloodsport, gell. Mhm. Die ist auch richtig fett. Ja, stimmt, die gibt's ja auch. Oder? Immer so, du geilst immer so auf, das, auf den nächsten Skin. Ja. Naja, MP9. Kann man spielen. Ein paar Kisten haben wir noch. Ich bin auf jeden Fall safe gespannt. Gerade hinstellen. Jetzt ist ein bisschen bewegt. Was selbst die Glock ist noch echt cool. Ist ein lila Skin und da gibt es ja auch irgendwie so ein totales Spezial-Pattern mit dem Stern dann irgendwie da am Lauf. Keine Ahnung. War das die? Naja. Der ist dann irgendwie so ein Stern, geht er glaube ich auch. Ja, aber ist der Automobil. Ah, die scheiß AWP, Mann. Jetzt provoziert er, jetzt drückt er rein. Wahrscheinlich geht gleich noch das Knife vorbei, oder beziehungsweise die Handschuhe. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, dass ein goldenes wird doch einmal. Ja, mir ist einmal passiert, ich habe sogar auf Video gehabt. Das ist halt schon richtig kaltblütig. Ich hab's immer reingetraut und war das so, aber dann stimmt einmal ist von mir. Es ist wohl sogar unwahrscheinlicher, dass es vorbeigeht, als dass man es zieht. Normal, wenn man es sieht, zieht man es auch, aber da ist es tatsächlich vorbeigegangen. Ich weiß nicht, welches Video das war, aber das war schon heftig. Es gibt fünf andere Beispiele wahrscheinlich. Ja, und jetzt kommt nur noch die Gülle oder was? Schwarzer Sand. Was hat das mit schwarzem Sand zu tun? Ja, das ist halt das Blue. Ja, wie könntest du dich beschweren? Wir haben den Revolver und die M4. Wir haben halt sonst nur Scheiße. Aber wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was noch kommt. So ein paar Handschuhe wären schon noch nice. Total gierig werden, oder was? Du guckst immer so an die Kante und da kommt nichts. Ja, das ist jetzt wie aufgeladen. Ja. Jetzt ist entladen, jetzt muss ich mal wieder 300 Euro rein investieren, das ist nicht schwarz oder was auch immer kommt. Ja, wenn überhaupt. Ja, was Goldenes wäre halt schon echt nochmal als gewesen. Ja, man, boah, selbst was Pinkes. Ja. Aloha, Klatsch. Drei Kisten noch. Und dann noch die. Oh, da setze ich auch. Dann lieber hier jetzt nichts und dann bei den E-Sport-Cases nochmal richtig lang. Ja, dann überhaupt noch irgendwas kommen. Ja. Von dem her. Ich jetzt mal da nicht meckern, bei welcher Stelle es kommt. Ob das jetzt bei denen ist oder doch. Ja, es war schon ein extremes Schweinelack, dass wir die auch noch in Star Trek. Hättest du die halt nicht in Star Trek, wärst du halt auch safe nicht safe gewesen. Dann hättest du halt vielleicht 30 Euro gehabt. Ja. Jetzt wird's langsam knapp. Ja, jetzt zerplätschert schon wieder. Ja. Ah, komm schon. Ja, okay, nehmen wir. Die ist nice. Und dann ist hier, glaube ich, so ein Stern, der leuchtet dann. Doch, bin mir aber nicht sicher. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Aber die ist cool, die Glock, aber gut. Nein, das war doch gar nicht das Skin. Das war der andere Skin auf der MP, UMP. Ich weiß es nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, welcher Skin das ist. Ihr wisst es bestimmt. Letzte Kiste. Warte, lass mich drücken. Warte. Einmal Adler streicheln, einmal Gold streicheln und dann. Warte, du musst. Es geht gar nicht mehr. Yay! Naja, geht vorbei. Oder alles vorbei. Schmutz! Schmutz! Dreckiger Dreck! So, jetzt alle Hoffnungen. Schreibt mal in die Kommentare, was eure teuerste Kiste war, was ihr jemals aufgemacht habt. Also die war jetzt, glaube ich, so bei 18 oder 19 Euro. 18 waren es. Hier die AK Red Laminate, Factory New, 1100 Euro, glaube ich, Star Trek. AWP Boom, glaube ich, gibt es Factory New gar nicht. Auf dem Markt. P90 auch ein Haufen Kohle wert. Und die anderen Skins kann ich alle vergessen. Also sind immer so ein paar Euro wert, die steigen ja dann generell auch. Die blauen Skins und Purple Skins, weil es halt die Kiste immer teurer wird. Aber hier eine AWP Boom Star Trek oder AK-47 Red Laminate in Factory New oder die P90 in Factory New würde ich dem Knife sogar wahrscheinlich vorziehen, weil das sind richtig kranke Skins. Und die werden auch safe halt noch im Preis steigen. Wenn du jetzt hier Knife siehst und dann ist ein Gut Knife Safari Mesh für 30 Euro,
Dann weiß ich aber, dass der Bildschirm direkt straight da rausfliegt. Nein, nicht wegschmeißen. Ja, mach. Still da wegschmeißen. 40 Zoll. Hier ist, by the way, hier ist der normale und hier ist so ein 40 Zoll, so eine Leinwand. Ja. Naja, aber der war doppelt so teuer. Ja. Ja. Also, auf geht's, komm, auf geht's. Ah, da geht direkt die pinke Scheiße vorbei. Was ist das? Weil das ist halt jetzt ein paar Euro, ja? Keine Ahnung. Es sieht aus wie hingekotzt. Guck mal, Spaß ist halt, was hingekotzt die Leute. Hingekotzt und hingeschissen. Also geht direkt am Anfang die pinke Scheiße vorbei, Mann. Warum tust du Untersuchungen machen? Willst du einen schönen Skin sehen oder was? Kampfspuren. Wolltest du jetzt einen Wert oder was? Ja. €4,06 ist für natürlich für so einen Skin ultra viel, aber wie gesagt, halt kommt auf den Kistenwert nicht mehr drauf an. Lass mich die zweite öffnen. Den kann man nicht, aber. Oh. Komm, jetzt alle mal bitte die Daumen drücken. Einmal Daumen drücken zum Mitnehmen. Go. Komm, bitte, 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 bitte. Das ist halt so bitter. Es ist halt so bitter. Du machst 20 Christen auf und das sind halt 35 Euro wert. Ah, das ist schon heftig. Na, das ist schon. Gut, du kannst ja die zwei Skins wieder abziehen. Und das Schlimmste ist, komm, lass uns jetzt noch ein was machen. Mach einmal einen blauen Trade-Up mit der. Weil wenn wir, ich sag jetzt mal, mit denen, da tust du irgendwelche Billig-Skins rein und dann kriegen wir von dem den Upgrade. Mit 10%iger Wahrscheinlichkeit hast du halt schon wieder ein paar Euro gut gemacht. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist halt auch ultra gering. Jetzt musst du den anderen Skin erstmal suchen, dass der auf jeden Fall dabei ist. Da ist er, die Andenken. Ne, drunter. Die muss mit rein. Also wir machen jetzt quasi, haben 10% Chance, dass wir von der Serie quasi den nächsthöheren Skin bekommen. Aber alles andere ist natürlich, machst du dann auch komplett wieder Minus, aber... Ja, hau mal die Revolver noch rein. Scheißdreck da. Ja, aber da ist für längstens auch, wenn du dann einen höheren Skin bekommst, besser als die Prisma-Scheiße. Klatsch, okay, wir haben von der Klatsch. Aber die dürfte auch sogar vielleicht ein paar Cent wert sein. Benetti. Okay, dann mach mal noch den Purple-Aufwertungsvertrag eventuell mit der. Weil da ist jetzt das Gleiche. Wenn du das Pink rauskriegst, boah, dann hast du voll krass, gell? Da... Geh mal drauf kurz. Geh mal drüber nur. Wenn du hier, kriegst du die AWP Boom oder die AK-47. Safe Call, wenn du dann Aufwertungsvertrag machst. Und die, also du kriegst eine von den zwei, wenn du mit 10% Chance. Boah, das ist eigentlich ultra krass. Ja, auf geht's. Reicht, 10%. Reicht. Ja, hau rein. Das reicht. Oh Gott, dann ist es total eng. Ja, nee, also mit den AWPs würde ich es nicht machen. Warum? Ja, weil die zu viel wert sind, das lohnt sich nicht. Wie viel sind die wert? Ja, 3 Euro pro Stück. Dann sind es 6 Euro der Skin, dann sind es allein schon 10 Euro. Die anderen Skins nochmal 2 Euro, dann bist du bei 12 Euro. Wenn du dann den anderen Skin schäbig kriegst, dann hast du total Minus gemacht. Nee, wird aber jetzt noch von blauen aufnehmen. Nee, bringt doch nichts, wir haben doch keinen blauen krassen mehr. Egal, gebt auf jeden Fall Daumen hoch. Wenn ihr weitere Kisten sehen wollt, Case Openings, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr so als letztes gezogen habt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.